Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Book of... Oh, es geht los. Der Erzmagier behauptet, es gäbe kaum Aufstiegschancen für einfache Bürger. Wer reich ist, bleibt reich und wer arm ist, bleibt arm. Das ist natürlich Blödsinn. Haben Sie das? Blödsinn. Ja, hab ich. Er plädiert für mehr Bildung, auch für die Armen. Was sagen Sie dazu? Zu kompliziert. Ich und meine Partei haben einen einfacheren Weg gefunden. Jedermann kann schon morgen zu den Gewinnern des Lebens gehören. Ich präsentiere die Lotterie! Und die Gewinner dürfen dann von der Unterstadt in die Oberstadt ziehen? Der Gewinner. Einmal im Monat schenken wir einem Bürger aus der Unterstadt ein besseres Leben in unserer Mitte. Und Sie werden darüber berichten, Herr Fuchs. Das neue fabelhafte Leben der Gewinner und wie ich es ermöglicht habe. Des Gewinners, Singular. Die erste Ziehung ist morgen. Ich erwarte, das groß in der Zeitung zu sehen. Sehr wohl, Madame. Oh, wie ich diese dumme Nuss hasse. Und, ja, dieser Fuchs scheint anscheinend der Journalist der Stadt zu sein. Ja, und wir haben wieder die Kontrolle übernommen. Wir sind wieder Wilbur Wetterquartz. Und ja, wir haben hier sehr viele Sachen, die wir wieder anschauen können. Gehe hinunter. Wir haben hier anscheinend eine Lostrommel. Ich wette, die müssen wir nachher noch irgendwie manipulieren. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Lotterie eine gute Idee ist. Klar, für den Gewinner ist es eine feine Sache. Aber wäre es nicht Zufall, wenn der Richtige gewinnen würde? Ja, wer ist denn der Richtige? Also, ja. So ein Wetterhahn zeigt erstaunlich präzise das Wetter an. Wenn er sich schnell dreht, haben wir stürmischen Wind aus verschiedenen Richtungen. Wenn er einen Schatten wirft, scheint die Sonne. Wenn er nass ist, regnet es. Oder es hat zumindest geregnet. Wenn er sich nicht dreht und weiß ist, ist er eingefroren. So wie im Moment. Okay. Wie kann ein einfaches Stück Blech nur all das wissen? Wow! Ich mag seine Erklärungen immer, die sind, ja. Der Erzmagier lebt nicht mehr ganz alleine im Turm. Er hat einige Famuli, die Kunst der Magie lernen wollen. Aber es ist schwierig, Erwachsenen Magie beizubringen. Sie wissen, wie sich die Dinge verhalten sollten und was möglich ist und was nicht. Wie sollen sie dann zaubern? Nein, die nächste Generation von echten Magiern wird bei uns in der Schule ausgebildet. In 10 Jahren wird es von ihnen im Magierturm nur so wimmeln. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Okay. Es war eine ziemliche Überraschung, als eines Morgens plötzlich dieser zweite Turm dort stand. Die Älteren erinnerten sich, dass er auch früher immer da gestanden hatte und dann eines Tages von heute auf morgen verschwunden war. Man hatte sich damals zunächst nicht viel dabei gedacht, da der Turm auch schon früher die Zaubererschule beherbergte. Als er dann aber nicht wiederkam, wuchs die Sorge und man nahm schließlich an, ihm sei etwas zugestoßen. Okay. Und hier haben wir den guten Jorge oder Jorge, den Händler. Das hier oben war schon immer der Hauptumschlagplatz für Waren, die per Luftschiff angeliefert werden. Jorge ist einer der größten Händler der Stadt und seit der Krieg vorbei ist, werden jeden Tag mehr Waren angelandet. Ja, ich erinnere mich noch, wie hier doch dieses Luftschiff war im ersten Teil. Und wir damals doch, war das nicht vor Sasi irgendwie abgehaut sind? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oder sie kamen dann noch. Jorge benutzt den Kran, um den Zoll am Tor zur Unterstadt zu umgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Ja, sicherlich nicht erlaubt. Der Größe und dem verwendeten Holz nach zu urteilen, befindet sich eine wertvolle Flüssigkeit in dem Fass. Branntwein, glaube ich. Und ich wette, wir haben noch irgendwas mit dem Fass zum Schaffen. Gut, okay, ich denke, wir haben alles angeschaut hier. Dann reden wir mal mit dem guten Jorge. Hallo, Jorge. Okay, Wilbur. Ah, zweite Rolle für den guten SpongeBob. Okay, ja. Was macht das Geschäft? Könnte besser sein.
Ich dachte, jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brummt der Laden wieder. Tut er ja auch. Aber es könnte besser sein. Was ist denn er? Ist er ein Mensch oder? Ich erkenne ihn gerade nicht ganz genau. Warst du heute unten in der Stadt? Wie ist die Lage? Die Spinner übernehmen das Kommando. Du meinst die Protestler? Mehr Gold für alle fordern sie. Sollen lieber arbeiten, dann haben sie Gold. Aber geht es nicht genau darum? Sie wollen arbeiten, aber es gibt keine Arbeit. Es gibt genug Arbeit. Ich habe ein paar von denen Arbeit angeboten. Ja, aber sie wollen bezahlt werden. Siehst du? Also geht's doch ums Gold. Man reicht den Faulenzern den kleinen Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Und wer soll's bezahlen? Die ehrlichen Händler. Oh mein Gott, diese Argumentation kommt einem irgendwie sehr bekannt vor. Ich sag nur ein Eurojobber und so. Ja. Dann stehst du wohl auf Seiten der Ratsvorsitzenden, oder? Worauf du wetten kannst. Alle Händler tun das. Immerhin ist sie eine von uns. Wenn auch nur eingeheiratet. Ihr Mann, der alte Van Buren, war der reichste Händler hier in der Gegend. War? Ist seit 2 Jahren tot, war der letzte Van Buren. Schon sein Vater und dessen Brüder waren Vollblutkaufleute. Haben aus dem großen und mächtigen Handelskonzern ihrer Eltern einen noch größeren und noch mächtigeren Handelskonzern gemacht. Die Van Burens wussten, wie es geht. Und die Witwe weiß es auch. Sie kennt die Nöte der Händler und wird sicherlich die Steuern senken. Ja, zahlst du denn überhaupt Steuern? Das nicht. Aber zu hoch sind sie trotzdem. Ja, also die Van Buren ist immer schlimmer. Und ich denke, ja, wenn sie nachher an der Macht ist, dann wird alles dem Chaos lang gehen. Was hältst du von der Lotterie? Clever, oder? Wie meinst du das? Naja, man muss dem Pöbel doch das Gefühl geben, sie könnten es auch schaffen, richtig? Was schaffen? Einer von uns zu werden. Solange jeder da unten glaubt, seine aktuelle Situation sei nur ein vorübergehender Zustand auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum, lassen sie uns in Frieden. Aber einige schaffen es doch tatsächlich. Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung. Jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt. Ja, er ist irgendwie eine Ziege. Ich entdecke hier gerade unten die Hufe auch nochmal, aber ich kann nicht genau erkennen, was er sein soll. Wenn ihr es wisst, was Jorge ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich bin gerade echt ein bisschen ratlos hier. Und ja. Wie es aussieht, ist dein Kran fertig. Und ob! Endlich kann ich Waren direkt zu meinem Stand hinablassen. Das spart den Zoll und das Bestechungsgeld für die Stadtwache unten am Tor. Ist das denn legal? Keine Bestechungsgelder bezahlen? Weiß nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man sehen, wo man als ehrlicher Händler bleibt. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Ehrlicher Händler. Bis dann. Ja, also... Ja, irgendwie leben hier nur korrupte Menschen irgendwie. Ganz schlimm. Aber wir schauen jetzt mal runter. Wo geht's hier lang? Oh nein, der kommt uns doch auch bekannt vor, hier die alte Stadtwache. War nicht das der, der uns damals aufgehalten hat? Und wo wir erst unsere Magierausbildung machen mussten im ersten Teil? Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine Lehrerrobe passen. Habe ich eigentlich noch mal... Ja, ich habe noch meinen Papierhut auch. Ich überlege gerade, ob ich ihn nicht direkt gleich noch mal aussetzen soll. Allerdings finde ich diese Mütze hier fast witziger. Mit diesem umgekrempelten Krempel da. So, was haben wir hier? Der Abfluss dürfte direkt in die Kanalisation von Seefels führen. Ich würde gerne behaupten, die Kanalisation in dieser Stadt sei ein clever ausgetüfteltes Wunderwerk der Ingenieurskunst. Doch in Wahrheit stinkt es hier im Hochsommer atemberaubend. Ja, das kennen wir doch.
Schließlich haben wir damals den guten Remy da drin getroffen. Oh, gruselig, das Gefängnis. Ich beeile mich immer schnell an diesem Fenster vorbeizukommen. Okay, da gibt's auch nichts. Was gibt's hier? Das ist das Wappen der stolzen Stadt Seefels, Hauptstadt der Allianz und größte Stadt Aventasiens. Seit all die Flüchtlinge ihr Lager vor den Toren aufgeschlagen haben, ist die Stadt größer als jemals zuvor. Okay, hier ist noch ein Aushang. Aber irgendwie habe ich gar keine Lust mit dem hier vorne. Die aktuelle Ausgabe des Seefels Ausguck, der örtlichen Zeitung. Ratsvorsitzende Van Buren, wir stehen für Chancengleichheit. Morgen präsentieren wir unsere Lösung der Armutsproblematik. Einfache und effiziente Lösungen gibt es nur mit uns. Oh ja, was für eine Sumpfnuss. Na gut, reden wir mal mit der Stadtwache, was der jetzt endlich weiß. Der scheint ja arg zum Arbeiten. Hallo, Herr Schildträger. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, Eure Lordschaft. Verzeiht, dass ich nicht niederknie. Na, okay. Selbstherrlich, kein Wunder, dass der natürlich Bestechungsgelder annimmt. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Warum gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Okay, die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Kein Wunder. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. Okay. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an, oder der Platz ist einfach voll. Gehört die Unterstadt nicht auch zu Ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Aber außerdem haben die Chaoten Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zeltlager. Oh, das ist so ein... Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Van Buren. Ratsvorsitzende Van Buren. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Bei ihr. Heute nirgendwo mehr. Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Was will man machen? Sie könnten sie entfernen. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und es ist Ihre Aufgabe. Ach, der ist doch so faul. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. Oh, der ist so faul. Das gibt's doch echt nicht. Was haben Sie zu tun? Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Okay. Der Kran von Jorge, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit 2 Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? In dieser Stadt passieren echte Verbrechen. Um die kann ich mich auch schon nicht kümmern. Okay, Schmiergeld. Bringt's was, wenn wir ihn darauf ansprechen? Probieren wir es einfach mal. Jorge hat etwas von Schmiergeld für die Stadtwache gesagt. Wissen Sie etwas darüber? Abstreichen. Das ist eine unerhörte Unterstellung. Die Stadtwache lässt sich nicht bestechen. Das ist gut. Andernfalls hätten Sie jetzt wohl auf eine Menge Gold verzichten müssen.
Ich meine, wenn keine Waren mehr durch dieses Tor da gehen, muss auch niemand mehr bestochen werden, oder? Das ist richtig. Jorge prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein, Jorge und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem, von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Auf die faule Art und Weise. Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorges Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Sie können ja richtig clever sein, Herr Schildträger. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Aber du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Bürgerpflicht? Ich soll ihren Job machen. Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Ich will ein Pony. Ich will ein Pony. Aha, du willst also freien Zugang zur Unterstadt. Nein, ich will ein Pony. Ja, das sagtest du schon. Aber so funktioniert das nicht. Du wolltest in die Unterstadt, ich lasse dich nicht, will aber zufällig etwas von dir. Also treffen wir eine Übereinkunft und du bekommst... ein Pony? Also schön, ich möchte gerne in die Unterstadt. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor. Okay. Hier hast du ein Stück Kreide. Okay, ja, dann haben wir schon mal eine Aufgabe. Schauen wir hier noch die Statue an. Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Ja, die Ritter vom Nie, oder? Es ist nur ein Kratzer, wurde über der Statue in den Stein gemeißelt. Stimmt, das ist ein Satz. Es ist nur eine Fleischwunde. Ah. Das Tor zur Unterstadt ist verschlossen. Laut Herrn Schildträger darf nach Sonnenuntergang kein Bürger der Oberstadt mehr in die Unterstadt, solange er keine Ausnahmegenehmigung hat. Okay, dann gehen wir zurück und markieren jetzt dieses eine Fass, wo wir vorher schon angesprochen haben, markieren wir das jetzt mit Kreide. Gehen wir hier hoch. So, kann ich einfach mit der Kreide draufzeichnen, oder? Markiere das Fass. Erledigt. So, dann gehe ich wieder runter. Na, wir hätten noch schauen, mischt, ich hätte noch gucken können. Okay, reden wir nochmal mit dem... ach, faul, bestechlich... Herr Schildträger? Herr Professor? Oh, geht doch. Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der Schwarze Ritter. Er dient als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Ich habe ein Fass Branntwein von Jorge markiert. Ausgezeichnet. Dann geh runter in die Unterstadt und bestelle ein Fass. Mal sehen, was passiert. Dann brauche ich jetzt keine Sondergenehmigung mehr? Nein, du bist in offizieller Mission der Stadtwache unterwegs. Oh, das war ja einfach. Okay, ab in die Unterstadt. Okay, wir haben hier die Lastenplattform. Jorge hat hier offenbar nochmal ein... wir haben hier ein Plumpsklo? Das Plumpsklo wurde ebenfalls von Jorge errichtet. Er hat diesen ganzen Streifen an der Stadtmauer gemietet, hat Remy erzählt. Vielleicht konnte er den Gedanken nicht ertragen, seinen Stand für ein paar Minuten am Tag unbeaufsichtigt zu lassen. Okay. Das Tor? Herr Schildträger wird mich bestimmt nicht wieder in die Oberstadt lassen, solange ich nicht Beweise für Jorges Alkoholschmuggel habe. Okay, dann stecken wir hier jetzt hier fest, offenbar.
Es ist gerade mal etwas über ein Jahr her, dass ich zum ersten Mal vor diesem Tor stand. Herr Schildträger wollte mich nicht in die Oberstadt zum Erzmagier vorlassen. Ich musste mir das Recht auf eine Audienz erst verdienen, indem ich Diplom-Magier wurde. Genau, sag ich doch. Ich dachte, das sei weiter vorne gewesen, aber stimmt, es war vor diesem Tor. Richtig, hier oben können wir mit Jorgen sprechen, aber hier gibt es noch drei Sachen. Ich hoffe ja immer, dass... Das ist Jorges Verkaufsstand. Tagsüber verkauft er hier alles, was es in der Unterstadt nicht gibt und was einen ordentlichen Profit einbringt. Richtig. Betrachte den Werkzeugkasten. Eine Holzkiste mit altem Werkzeug. Irgendwelche Metallklammern, ein Hammer, etwas Draht. Vermutlich benutzt Jorge den Kram, um seinen Stand abzusichern. Können wir den gleich mitnehmen? Ich nehme den Hammer. Okay, ich dachte, ich könnte hier gleich mehr machen, aber wir haben ja den Verkaufsstand noch, oder? Die meisten Händler und alle Bauern aus der Umgebung verkaufen ihre Waren unten auf dem großen Markt. Aber Jorge hat sich diesen Platz hier gesichert. Nur hier kann er die Waren direkt per Kran aus der Oberstadt anliefern. Ja, und spart er damit viel Geld. So, Lastenplattform. Hier kommt also der Kran an. Und da oben, etwa 10 Meter über mir, sitzt Jorge auf seinen Kisten. Okay, dann bestellen wir mal den Brandwein bei ihm. Psst! Jorge! Wer ist da? Und was willst du? Mein Name ist Guybrush und ich möchte Pirat werden. Hallo? Ich sagte... Ja, ich habe dich gehört. Ich kann nur nicht glauben, dass du mit diesem alten Gag kommst. Entschuldigung. Also, wer bist du und was willst du? Ich bin es, Herr Schildträger. Ich würde gerne über mein Bestechungsgeld sprechen. Über sein Ausbleiben, um genau zu sein. Warum nennst du dich selber Herr Schildträger? Weil ich, Anton. Anton Schildträger heiße ich. Und ich, möchte bestochen werden. Petey, bist du es? Ist verflucht dunkel da unten bei dir. Ja, ich bin's. Petey. Warum verstellst du plötzlich deine Stimme? Du bist schon ein verrückter Hund. Also, was kann ich für meinen Lieblingslaufburschen tun? Branntwein. Ich brauche ein Fass Branntwein für das Gasthaus. Geht klar. Wie lautet die Losung? 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 Was für eine Losung? Das geheime Losungswort. Ich kann doch nicht einfach jedermann illegalen Stoff anbieten, den ich natürlich nicht habe. Ach so, schon klar. Die Losung lautet... Wuschelhase. War es Wuschelhase? Was? Nein. Atomarer Erstschlag? Rätst du nur? Nein. Wie lautet die Losung? Was ist denn mit dir? Kennst du die Losung überhaupt? Natürlich. Aber darum geht es ja wohl kaum. Soll ich meine illegalen Waren etwa von irgendjemandem kaufen? Also, schön. Die Losung ist Marmelade. Ha! Die Losung lautet Marmelade. Nein, tut sie nicht. Ich wollte dich nur verarschen. Also, wie lautet die Losung wirklich? Oh. Können wir es nochmal probieren? Was ist denn mit dir? Kennst du die Losung überhaupt? Natürlich. Soll ich meine illegalen Waren... Also, schön... Ha! Nein. Okay, das war's nicht. Ich kenne die Losung nicht. Warum nicht? Bist du etwa gar nicht Petey? Doch, ich hab's... Geh mal ans Licht. Doch, bin ich. Aber ich habe die Losung vergessen. Ha! Das sieht dir ähnlich. Frag im Gasthaus nach. Der Besitzer kennt sie. Also schön.
Okay, dann müssen wir wohl rübergehen ins Gasthaus. So. Ah ja, hier ist wieder der Abfluss. Genau die Stelle. Die meine ich doch. Hier waren wir doch schon. Allerdings war alles ein bisschen sommerlicher. Vor den Toren der Stadt leben im Moment mehr Leute als innerhalb ihrer Mauern. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Es gab Tage, da reihte sich ein solcher Wagen an den nächsten und die Straße war bis zum Horizont mit ihnen gefüllt. Das ist einer der Zugänge in die unterirdische Welt der Ratten. Die Ratten sind eine der größten Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Aber viele sehen in ihnen keine echten Bürger und sie haben nicht viele Rechte. Remy und der Erzmagier versuchen das schon lange zu ändern. Aber manche meinen, die Ratten seien illegal in die Stadt gekommen und nicht viel besser als Ungeziefer. Oh. Was haben wir hier noch? Seefels ist über die Jahrhunderte ziemlich chaotisch gewachsen. Es gibt Türen, hinter denen sich nur Mauern befinden, Treppen, die ins Nichts führen. Vielleicht sollte hier irgendwann mal ein Haus hin, aber dann haben die Baumeister die Idee verworfen. Hier haben wir das Gasthaus. Früher war das hier rechts das Gasthaus und links daneben die Zaubererschule von stimmt, Meister Markus. Stimmt. Aber nach dem Krieg kamen so viele Leute in die Stadt, dass ein größeres Gasthaus benötigt wurde. Meister Markus hat seine alte Zaubererschule gern verkauft. Veränderung ist gut, hat er mir mal gesagt. Stimmt, da war ja hier dieser Doppeleingang dann. Da komme ich ins Gasthaus und hier scheint die Barrikade zu sein. Kann ich da auch... Ah, hier unten gibt's noch was mit Schaue hinunter. Was ist hier? Ebene über Ebene stapeln sich die Häuser von Seefels bis hier hinauf. Und etwa 150 Meter unter mir erstreckt sich eine zweite Stadt aus Zeltplanen und Brettern. Der Erzmagier arbeitet hart, um den Leuten dort unten eine Perspektive zu geben. Doch der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Okay, was haben wir hier noch? Eine Feuerstelle? An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten Papier. Okay, dann ist hier noch ein Wassereimer. Irgendjemand hat einen Eimer mit Wasser neben die Feuerstelle gestellt. Normalerweise wird in Seefeld Sicherheit nicht groß geschrieben. Aber bei einem Feuer zwischen all den Holzhäusern wird schon mal eine Ausnahme gemacht. Das ist die erste und beeindruckendste Straßenbarrikade, die ich jemals gesehen habe. Okay, und da oben? Halt, hier sind doch zwei Barrikaden, oder? Die Protestler haben alles, was sie gerade finden konnten, zu einer hohen Mauer aufgetürmt. Ohne einen Troll kommt da niemand durch. Oh, ich glaube, da haben wir einen. Aber ob wir den da dafür wieder fragen können oder ob uns der helfen würde, das bezweifle ich. Obwohl ich mich schon freue, wenn ich ihn mal wieder sehe. Obwohl ich hier gerade mir so ein bisschen so Les Miserables sehe hier. Ich krieg das Lied gar nicht mehr zusammen. Wie ging das nochmal? Ach, ich hab's so halb im Kopf, aber ich krieg's nicht raus. Dieses eine Protestlied, wo sie da auf dem Barrikaden. Egal. Vielleicht fällt's mir ja wieder ein. Ich google's mal nachher in der Pause dann. Okay. Oh. Der Blödmann wieder da. Okay. Was haben wir hier? Ah, hier. Hier ist der gute alte Remy wieder. Aber wir brauchen ja erstmal die Losung. Und ich denke, wir wärmen uns einfach hier ein bisschen am Feuer. Was ist? Betrachte die umfunktionierte Rollenspiel. Irgendwann hatten Meister Markus und Jorge genug von diesem seltsamen Rollenspielapparat. Ich dachte schon, Meister Markus hätte seine Liebe zu Fantasiewelten hinter sich gelassen. Aber jetzt dieses Live-Rollenspiel? Ich mache mir Sorgen. Irgendwann lebt er ganz in seiner Welt voller Fahrräder, Steuererklärungen, Mikrowellen und Softdrinks und vergisst darüber die reale Welt.
Stimmt, das war ja auch im ersten Teil. Oh nein, stimmt, da saß er ja in diesem Nebenraum und hat hier dieses World of Menschkraft gespielt. Okay, also dann bin ich gespannt, was uns der alte Drecksbloch hier zum Sagen hat. Und wie Remy uns helfen kann und wie wir jetzt diese ganze, wie wir den Branntwein jetzt nachher bestellen können. Und ja, dann sehen wir uns morgen in einer neuen Runde hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und vielleicht fällt mir jetzt nachher die... Ach, ich muss echt bei YouTube gleich schauen. Bis dann, ciao, ciao.